Hey Friends, hat jemand Beef gesagt? I'm here. Ich hab euch erhört, wie immer. The Queen has arrived. Die Queen is da. Linda Nobart ist in the house und keiner soll mit ihr spielen, keiner soll sich mit ihr anlegen. Und wer bisher dachte, she is the Queen, wird jetzt lernen, wie es ist, tatsächlich ein Lakai zu sein. Because the Queen has arrived. Ja. Ihr habt richtig gehört, es gibt wohl eine Person auf diesem Universum, die Queen Virginia oder Kim Virginia, sorry, mich versprochen, die Stirn bieten kann und sie hört auf den Namen Linda Nobart. Puh, da erschaudere selbst ich, wenn ich diesen Namen höre, diese Hoheit, ne, die zurückgekehrt ist und die Hofnarren, ja, bibbern vor Angst. Und verstecken sich hinter ihren Stühlchen. Okay, alles klar. Worüber rede ich hier? Ihr habt entweder ein bisschen mitbekommen oder auch nicht. Beauty and the Nerd ist gestartet. Die Beauties sind am Start und die Nerds sind am Start. Und wir haben einen durchaus explosiven Cast. Wir haben eine Linda Nobart, wir haben eine Kim Virginia und wir haben eine Christine Okpara. Und wer jetzt das Gefühl hat, woher überhaupt dieser Beef kommt, warum? Warum müssen sie sich eigentlich immer beefen? Die beiden Mädels haben eine Vergangenheit, und zwar beim Bachelor. Welcher Bachelor war das eigentlich? War das der Nico Kriesert? Ja, ich glaube schon. Da sind die beiden Grazien, ich glaube, im Badezimmer aufeinander gestoßen und da gab es schon Beef, weil Linda hat ordentlich geschossen. Ich weiß nicht mehr, was das Problem war, sage ich euch ganz ehrlich, es ist lange her. Aber ich weiß, dass unsere Reality-Sternchen meistens keine großen Gründe brauchen, weshalb die sich hassen, okay? Also man muss die manchmal nur schief angucken und dann eskaliert es. Und zumindest haben Linda und Kim eine Vorgeschichte und sind jetzt nochmal bei Beauty and the Nerd aufeinander getroffen. Kampf der Giganten oder ist es doch David gegen Goliath? We don't know. Auf jeden Fall ist es eskaliert und Linda wurde durchaus ein bisschen unter die Gürtellinie gegangen, würde ich schon sagen. Würdet ihr sagen, Kim hat es verdient? Weiß ich jetzt nicht. Wir können gerne drüber reden. First of all, hier ein kleiner Ausschnitt zu Linda, als die Show verkündet wurde, wie sie da dazu steht, zu allem, was aktuell auf Social Media passiert. Und wie viele von euch wissen, ich habe mich 2 Jahre lang aus dem TV zurückgezogen und habe mich auf mich fokussiert, auf die Zeit mit mir selbst, sehr viel reflektiert und sehr viel innere Arbeit geleistet. Und da das nun alles gut gelaufen ist, dachte ich, ich kehre zurück und guck mal, was da gerade so los ist. Denn wie ich gesehen habe, wenn die Königin fort ist, dann tanzen die kleinen Mäuse auf den Tischen. Und das können wir ja nun wirklich nicht zulassen. Oh nein, ich kann nicht. Ey. Ja, wer hat auch diese Verbindung zugelassen? Das war doch klar, dass diese Verbindung Kim Virginia und Linda, dass es nicht gut geht. Wer war das? Wer hatte diese Idee in der Produktion? Ihr seid so gemein. Ihr seid so gemein. Das war ja klar, dass sie, ne, irgendwer da aufgefressen wird, literally. Da hatte selbst Christine Okpara keine Chance, die dachte, in ihrem Delulu-Stadium, sie wäre eine Queen, wurde sowas von direkt aus ihrem Traum raus katapultiert wieder. Und zwar auch schon in der ersten Folge ist sie rausgeflogen. Ja, die hatte nicht mal Zeit zu träumen, sie wäre eine Queen, sondern jetzt beefen sich die wahren Queens. I don't know. Aber ich muss sagen, oh Linda, ey, die bringt mich zum Lachen, muss ich sagen. Auch wenn ich bei vielen Dingen mir denke, so, ich weiß auch, dass, ne, ich weiß jetzt nicht, ob das so der richtige Pfad ist, muss ich sagen. Ihre Attitude ist definitiv eine, die für mich persönlich erfrischend ist, wo ich sage, okay, so einen starken Charakter hat Reality durchaus gebraucht, weil wir durchaus da auch viele Kandidaten haben, die es vielleicht auch mal brauchen, dass man denen ordentlich mal auf dem Kopf haut, verbal, und die mal klarkommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da eben zu viele Charaktere sind, die so ein bisschen laissez-faire sind und dann so eine Kim Virginia denkt, sie ist wirklich
it, sie ist der Shit. Und da aber so viele andere starke Frauen da draußen sind, die dir sowas von die Levit lesen würden, da wirst du dich umschauen. Und ja, es ist ja das eine, wenn man da irgendwelche Instagram-Stories und Reels macht und Fans hat, die sowieso alles feiert, zwischen das und wenn man halt wirklich mit Frauen konfrontiert werden, die einem die Stirn bieten. Da ist die Frage, wie geht eine Kim Virginia damit um? Bleibt sie auf ihrem hohen Ross? Ist sie dann noch die Queen? Oder fällt die so ein bisschen von ihrem Ross runter? Wir hören weiter. Und wie mir zugetragen wurde, darf sich nun jeder hier Queen nennen. Queen ist was? Scheißhaufen? Okay, die wahre Königin ist nämlich wieder da. Beug das Knie, putz mein Zimmer, küss meine Füße. Und ich glaube, sie meint es nicht mal als Parodie oder Joke. It's her ernst. Sie meint es ernst. Ich glaube, die Attitude von Linda ist von liebevoll. Sie war ja auch in dieser einen Show mit Julia Siegel und da kam sie ja eher teilweise sogar sweet rüber. Ich glaube, ihre Attitude geht von durchaus liebevoll und auch teamfähig und all das bis hin zu, wenn du mich schief anguckst, fass mich an und ich fress dich auf. Und dann geht's richtig ab, aber richtig ab. Sie war ja auch im Dschungel und da ist es auch komplett eskaliert mit einer Rothaarigen. Das ist schon ein bisschen länger her. Das war die Staffel mit Philipp. Und da ist, damals ist diese Kandidatin ja auch rausgeflogen, weil sie ein bisschen sich rassistisch ausgedrückt hat. Und da sind die Emotionen durchaus hochgekocht. Und now she's back. Sind wir dafür ready? Ich denke, ein frischer Wind kann Reality durchaus gebrauchen. Es ist nicht schlecht, wenn sie da so ein bisschen, ich sag mal, auch mal ein bisschen da Wind reinbringt und das Ganze so ein bisschen so macht. Weil vielleicht hat Kim Virginia auch schon zu lange regiert. Ja, irgendwer muss mal entthront werden. So läuft das nämlich. Und ja, worum geht's hier eigentlich? So, jetzt haben wir gehört, was so ein bisschen die Attitude, Einstellung von Linda overall ist. Ich hätte euch vorher sagen können, dass Kim eigentlich keine Chance hatte. Aber ich glaube, Kim verkalkuliert sich halt oft in den Shows, weil sie hatte jetzt diesen einen Erfolg mit Are You The One? Reality Stars in Love, wo sie durchaus Main-Character war. Und ich glaube, das ist ihr zu Kopf gestiegen. Weil manchmal musst du noch manchmal versuchen, sympathisch zu sein und auch so ein bisschen angenehm zu sein für die Leute, because du kannst nicht wie so ein wilder Wind durch Reality fegen und alles töten, was nicht auf Bäumen ist und erwarten, dass du nicht doch mal stürzt, sagen wir es mal so. Und Dschungel, da haben wir es ja schon gemerkt, da war sie schon, da hatte sie komplett den Kontakt zum Boden komplett verloren. Bei Beauty in the Nerd, glaube ich, ist sie noch okay, aber hier eskaliert es total und ich glaube, sie hat da auch wieder so ein bisschen mit der Mathematik falsch gerechnet und sich verkalkuliert. Wir schauen uns das an. Ich kann nicht garantieren, dass RTL nicht irgendwas hier sperrt. Das ist jetzt ein Ausschnitt von einer Trash-Seite und zwar von Trash and Talk. Also ich habe hier wieder die Stories von Trash and Talk. Ja, ihr seid meine Quelle. Danke dafür. Und ich würde sagen, dass wir uns diesen Ausschnitt mal anschauen. Es geht halt da explizit dann um diese Extremsituation, die dann zu diesem Beef geführt hat. Und dann können wir darüber mal reden, was da los ist. Was haben diese Grazien denn für ein Problem? Die sind doch so classy. Überlege ich mir mal. Ja, ein Strip, irgendwelche ein Fragen? Strip, ein Strip. Okay, Kim Strip für den Gewinner. Wunderbar. Oh. Noch lacht sie. Doch der Hauptgewinn hat das Gegenteil im Sinn. Den müsst ihr machen, wenn das. Ja, ich glaube, du musst das machen. Nein, ich krieg doch einen Strip. Nein, du! Nein, ich krieg doch einen. Also es geht darum, dass Kim hier offensichtlich sagt, dass sie strippen würde. Und dann, als es darum geht, dass sie dann auch wirklich quasi für die Nerds strippt, dreht sie das Ganze um und sagt, sie müsste eigentlich ein Striptease bekommen. Also es ist, finde ich, jetzt noch keine große Sache, wo man jetzt sagen würde,
wo man sich deswegen echauffieren müsste. Also ich finde halt, wenn sie sagt, okay, ich strippe und dann sagt, ich strippe doch nicht, dann ist es ja auch gut. Also muss man jetzt auch nicht weiter forcieren, das ist so ein bisschen ihre Art, sie spielt, aber it's not that deep. Man könnte da das auch so stehen lassen. Muss man dann ein Drama draus machen? Ich glaube nicht. Aber wir schauen mal weiter. Ich habe das so verstanden, dass Kim gesagt hat, so, wenn ich das so und so sage und Gewinner strippe ich für dieses Gewinner. Ich weiß nicht, ob ich das falsch verstanden habe. Anscheinend schon, aber anscheinend auch irgendwie nicht, weil alle anderen haben es auch so verstanden. Du strippen doch wohl. Ja, check dir, das macht doch keinen Sinn, wenn ich strippen will, dann ist ein Strip geben. Aber guck mal, es gibt keinen Strip, aber kannst einfach. Jeder will ein Strip. Du tanzt am besten, mach jetzt. Ich habe natürlich dafür gekämpft und versucht, die richtigen Antworten zu erraten, damit ich ein Strip bekomme. Also sie hat in diesem Spiel gesagt, dass sie quasi die richtigen, wenn sie die richtigen Antworten sagt, dass sie ein Striptease bekommt. Also das war ihre Meinung oder ihre Ansicht quasi. Und alle anderen haben es so verstanden, dass sie meinte, dass sie strippt. So von der Logik her würde ich eigentlich auch denken, dass wenn ich was gewinne, ich belohnt werde und nicht jemand anderes. Aber bei der Moderator hat auch gesagt, Kim Virginia strippt und dann hat sie auch gejubelt. Deswegen sind alle davon ausgegangen, dass es ihr Einverständnis, dass sie strippt. So, an dieser Stelle sehe ich immer noch keine allzu große Problematik. So, okay, dann war es ein Missverständnis, oder? Nein, nur alleine, weil ich mit Spasten reden muss, habe ich schon keinen Bock mehr. Guck mal, ich also, du hast jetzt Bock gehabt, okay. Aber dadurch, dass Spasten... Let's go, girl. Come on, girl. Let's go. Ich habe das bereits gesagt, was ich sagen wollte. Ich habe schon keinen Bock mehr, weil ihr alle dumm seid und mit mir diskutiert. Dann warum sagst du das denn doch mal? Weil es mich nervt, wenn mit mir diskutiert wird und ich sage fünfmal nein. Wenn ich nein sage, heißt es nein und es bleibt bei dem nein. Ja, okay, aber dann sag nicht, dass wir dumm sind. Natürlich, wenn ihr die ganze Zeit mit mir diskutiert, ich habe gesagt, lass es. She's a fucking bitch. So, an dieser Stelle, so, ich verstehe, dass Kim dann sagt, so, ich möchte es nicht, dass sie dann sagt, weil ihr dumm seid, ich glaube, der Alkoholpegel ist hier wieder auf einem zu hohen Level, also hat man vom Prominent getrennt nichts gelernt, ich weiß halt nicht, wie die Reihenfolge der ganzen Drehs war, ich kann mir vorstellen, dass Beauty and the Nerd schon sehr weit zurückliegt, weil ich glaube, das wurde schon seit sehr langem verkündigt, dass es gedreht wurde und ob es ausgestrahlt wird und alles drum und dran. Ich glaube, das war sogar nach Are You The One oder so ungefähr, sogar vor Dschungel, ich weiß es nicht genau, aber wenn ihr da mehr wisst. Und ich habe hier durchaus das Gefühl, dass hier ja, die Leute schon so ein bisschen auch alkoholisiert sind, also zumindest sie. Ich merke, ich sehe wieder diesen Schlafzimmerblick, ne, den wir so ein bisschen auch bei Prominent getrennt hatten. Und ich meine, you do you, ne? Aber ich, vielleicht würde das erklären, warum sie jetzt die anderen als dumm bezeichnet, weil damit legst du auch die Vorlage, dass die Leute dann sich denken, Entschuldigung, was hast du gesagt? Bitch. So, und das ist ja literally, was Linda jetzt in dem Interview sagt, she's a bitch, ist jetzt auch nicht die feine, elegante Art, Linda, benimm dich, reiß dich zusammen, ja, pack mal die Beinchen zusammen und benimm dich wie eine Dame, ist halt auch nicht cool, ne, also die ist halt direkt auf Konfro auch, ne, also ich weiß nicht, gut, die hat eine Vorgeschichte, aber die eine sagt, die ist halt dumm, die andere sagt, du bist eine Bi. Schwierig halt, ne? Also dann müsst ihr euch nicht wundern, dass ihr euch da kloppt in der Show, weil alle irgendwie keine Klasse. Aber wer hat jetzt Klasse erwartet? Also ich nicht. Ich sage nein, einmal sollte schon reichen. Da sollte schon jeder wissen von diesen Bitches, dass ich nein gesagt habe. Ja, also die nehmen sich alle nichts, weil Kim ist literally am Feuern. Also das hört halt nicht auf. Das ist halt wieder dieses, ich steigere mich rein und ich mache es eigentlich nur noch schlimmer und nur noch schlimmer. Und wie, Sympathie passt nicht zu mir. Kim Virginia und Sympathie ist wie Cornflakes mit Mayo. Will keiner, okay? Und okay, jetzt ist eigentlich, der Drama ist unfolding. Wer sind die Bitches? Wer sind die? Alle, die gerade mit mir diskutiert haben zu 20, während ich fünfmal Nein sage. Nein heißt Nein. Kennt ihr das? Mal, aber dann erklär mal, warte mal. Willst du mir gerade sagen, ich bin ein Bitch? Red nicht so mit mir. Ich möchte nicht. Trotzdem brauchst du nicht zu reden, Kim. Wir haben das alle so verstanden. Ist doch okay, aber ich hab's. Du weißt selber, sobald die Maschine einmal an ist, talk kannst deinen Mund nicht mehr aufmachen. Du bist so schnell still. Talk to my hand. Du bist so schnell still, dass du ganz so schnell kann nicht reden kannst. Du redest gerne mit Kim. Ich hab schon gefressen, du hast mich gefressen. Ich esse nicht mal. Geh zurück in dein Zimmer, nur weil du mein Leben auf meinen Nacken möchtest.
So, also im Großen und Ganzen muss man sagen, Kim geht gegen die Gruppe, das muss man schon sagen. Sie beleidigt sie als dumm und als bi. Und dann echauffieren sich ja eigentlich alle. Ne? Also zum Beispiel die eine vorhin und jetzt die Linda. Und an sich ist es jetzt erstmal ein Schlagabtausch zwischen Kim und die Teile der Truppe, die sich dazu äußern. Und Linda ist halt schon sehr laut auf jeden Fall. Und die Babu auch. Ich finde es absolut legitim, wenn du mich als B bezeichnet, würde ich dir auch sagen, kannst du es wiederholen? Also wiederhole es nochmal und dann Backpfeife, ne? Klar, würde ich mich auch echauffieren. So, jetzt glaube ich aber, dass dann so ein bisschen das Ganze übergeht, dass der Beef weitergeht zwischen Kim und Linda. Und Kim kommt hier mit dem Argument, ja, jetzt wirst du wegen mir Sendezeit. Girl, stop it. Die Girls sind da in der gleichen Show wie du. Also die Show ist Sendezeit, you know. Also, dass du da stattfindest, ist, weil du Sendezeit bist. Also, du bist noch nicht Mariah Carey. Ja, noch ist es keiner, außer Mariah Carey selbst. Und dieses dumpfe Gelaber immer von wegen, die Leute wollen Sendezeit, because wer bist du? Du hast noch keinen Oscar. Und dann ist es immer so, als wärst du was Besseres, obwohl du in der gleichen Show bist wie alle anderen auch. Wenn du so krass bist, dann geh doch zu krasseren Shows. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt immer so, du bist wegen Sendezeit. Du warst im Dschungel, hast dich blamiert, warst bei, Prominent getrennt, hast dich blamiert. Und jetzt will man Sendezeit auf deinen Nacken, weil du so viel krasses Entertainment geleistet hast. Okay. Alright, Leute. Jetzt sind wir officially im Ghetto angekommen. Also, wir sind definitiv vom Fahrstuhl-Niveau ganz weit unten gefahren. Also nicht mal da, wo man sagt Untergeschoss oder Erdgeschoss, sondern wir sind unten die Erde so rein, bis wir den Erdkern erreicht haben. So weit sind wir nach unten gedriftet, um das Niveau zu verlassen. An dieser Stelle muss ich euch vorwarnen. Also wenn ihr eloquentere Unterhaltung wollt wie Julia Siegel, dann seid ihr hier definitiv ab diesem Zeitpunkt spätestens falsch und solltet definitiv abbiegen und euch ein anderes Video anschauen. Dass es eskaliert, wäre definitiv untertrieben. Wie würde ich das beurteilen? Sagen wir es mal so. Linda hat definitiv das Niveau verlassen und ist runtergerutscht. Und ich würde sagen, aus dieser Perspektive würde ich sagen, dass hier sich aber zwei Menschen auf einer gleichen Ebene begegnen. Also ich habe durchaus das Gefühl, dass beide auf dem gleichen Niveau sind und sich da beide nichts schenken, weil die eine sagt, ihr seid dumm, ihr seid Bitches, was auch immer. Und ich glaube, das ist dann der Trigger, dass die andere sagt, okay, let's go, das kann ich auch. Ne? Wir können gerne auf diesen verbalen Level uns aufzeigen und ich verlasse das kurz jetzt und dann gebe dir richtig Ghetto. So, weil das ist genau das, was du brauchst. So, und das ist halt das, wo Linda halt komplett eskaliert, wie ich finde. Also komplett, die geht halt wirklich komplett. Und das ist natürlich sehr, niveaulos und da auf die Pussy der anderen Frau, zu gehen und so zu sagen, die stinkt, ist halt wirklich like nicht ladylike. Also und selbst wenn, dann gib ihr ein Deo, ja, dann gib ihr Empfehlungen und weißt du, das ist also eine Art des Beefs, das hast du noch nicht gesehen, ne? Das ist natürlich schon eine andere Hausnummer, aber du hast dann so ein Kaliber bei Linda, wenn du da, glaube ich, zu laut bist und zu stark frontest, dann geht die auf dein Niveau und
gib dir, richtig. Aber so, dass du selber erstmal deine Augen in dein Hirn zurück sich drehen und wieder zurückkommen und du erstmal klarkommen musst. Weil ich glaube, das ist dann nochmal so ein Level, auch wo selbst Kim nicht dachte, dass sie ready dafür ist. So, dann, ja, der Beef geht weiter. Und ja, wie halte ich das, dass Linda sie das so auf diese Art und Weise beleidigt? Ich sage, beide nehmen sich nichts. Ich sage, beide schenken sich nichts. Ich sag's euch, wie es ist. So, ich finde es nicht classy, natürlich, aber beide schenken sich nichts. So, wir haben jetzt den ordentlichen Schlagabtausch und wir gucken uns das mal an. Aber Girl, ich würde sagen, wir zwei haben es geklärt. Wir sprechen nicht mehr miteinander. You're nothing to me. I'm nothing to you. Bei mir passt das. Du hast deine Sendezeit durch mich gehabt. Fertig. Das meine ich halt, also beide schenken sich nichts. Also Kim, wäre sie jetzt so ein krasses Opfer, würde sie das ja auch stehen lassen und nicht auf Konfro gehen und dann wieder in diesen Sendezeit-Thema kommen. Like, wir haben hier durchaus zwei ehrenbürtige Gegnerinnen. Also wir haben es halt nicht mit einer Sandra zu tun, die, ich sag mal, nichts sagt, sondern es ist durchaus jemand, der ihr die Stirn bieten kann. Ich glaube, das braucht eine Kim auch mal ab zur Abwechslung, oder nicht? Oder wie seht ihr das? That's it. That's Girl, please. Ich liebe dein Lachen, das sehr schön. Verspeise ne? mich zum Frühstück, meine Liebe. Und zwar jederzeit. Eins muss ich Linda lassen. Sie ist für einen guten Beef da. Sie ist da und sie ist nicht gekommen, um mit dir zu spaßen. Like, don't play with her. Also, literally, don't play with this woman, because sie wird dich auseinandernehmen. Und das verspricht sie dir. Und da denke ich mir, okay, ich liebe Frauen, die zu ihren Versprechungen halten. Die zu ihre, ne, nicht nur Worte, sondern Taten folgen lassen. Und sie ist eine Frau der Tat. Wenn sie sagt, die verspeist dich zum Frühstück, dann sollst du wissen, dass sie dich wirklich zum Frühstück verspeist. Und dann die Knochen, nicht mal die Knochen übrig lässt. So. Und dann an den Knochen noch knabbert. Und ja, okay, how are you gonna handle this? Wie geht's damit um? Ja, weiß sie. Ich weiß. Weißt du, guck mal, deine Augen gehen so. Guck mal, voll weißt süß. Weißt du, weißt selber nicht. Voll süß. Ja. Voll süß. Ja. Voll süß aber. Voll süß. Girl. Ging, wir einigen uns einfach darauf, dass wir nicht schon miteinander sprechen. Du musst einfach mein Klo und halt's Maul, okay? Morgen kommst du. Mach ich sehr gerne. Mach ich sehr gerne. Danke. Wir reden und ich rede nicht mit Lakaien. An dieser Stelle, Kim, ich habe eine Frage. Wie fühlt es sich eigentlich an, von einer Frau so runtergemacht zu werden? Wie ist das Gefühl? Oder sollen wir lieber Sandra fragen? Willst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen? Willst du ein Exklusivinterview führen, wie es ist, mal so richtig auseinandergenommen zu werden? Wie fühlt sich das an? Was denkst du, wie Sandra sich gefühlt hat bei Prominent getrennt? Kannst du das jetzt kannst du das erläutern? Ha? Wenn du da nicht die Oberhand hast, Oberhand, wie ist das? Erzähl, aber ganz langsam und deutlich, damit wir das fühlen, wie sehr, wie sich das anfühlt. Fußball. Perfekt. Aber wir sind uns einig. Du redest schon mit mir. Talking to me, girl. Morgen einfach pünktlich mein Zimmer putzen, so wie dies gehört, ja? Gerne. Achso, wolltest du jetzt mit Salva sprechen? Salvo? Ja. Wie denn? Linda war wie so ein kleiner Chihuahua mit einem Knochen. So, also total... Total weg vom Fenster. Okay. Okay. Und meine Gefühlsantennen sagen mir, es könnte sein, dass du trotzdem ein bisschen eingeschüchtert bist. Oder was sagst du? Ich sehe durchaus den leicht ängstlichen Kim Virginia-Blick, muss ich sagen. Auch wenn du dich über die Sendezeit freust, glaube ich durchaus, dass du checkst, okay, die ist eine andere Kandidatin. Und die sagt, Linda war so ein kleiner Chihuahua, die Room gemacht hat. Wie war's? Sorry, ich muss drauf rumreiten. Was war sie bei Prominent getrennt? Und kommt mir nicht mit, das in der Vergangenheit, wie so oft. Was war sie bei Prominent getrennt, als sie da literally wie so ein wild gewordener Chihuahua auf die anderen losgegangen ist? Auf Sandra losgegangen ist? Und keine Krümel übrig gelassen hat? Ja? Was war sie da? War sie eine empathische, gefühlvolle Frau? Oder kriegt sie einfach gerade nur ihr Karma zurück? Aber nicht mal 10% von dem, was sie meiner Meinung nach eigentlich kriegen sollte. Auf eine unterhaltsame Art. Wir sind bei Trash. Just for the entertainment. Nichts Persönliches. Ich find's geil, ja. War geil, dass das so passiert ist.
Aber irgendwann ist auch Schluss. Ich möchte nicht mit dir sprechen. Checkst du es eigentlich? Warum redest du dann? Warum redest du dann? Dann halt deine Fresse. Dann halt's Maul. Habt ihr es verstanden? Ich glaube, sie möchte, dass Kim Small hält, oder? Kann das jemand sich nochmal anhören, um ganz auf Nummer sicher zu gehen, was genau sie jetzt von Kim will. Will sie, dass sie jetzt die Fresse hält oder dass sie Small hält? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, sie will, dass sie Small hält, oder? Okay, alles klar. Dann halt Small! Na super. So, okay. Bisschen Fremdscham ist schon dabei, wenn ich das jetzt gerade kommentiere, aber ich will nicht sagen, ich denke mir so, Linda, nicht alles richtig, aber so, ich gewichte das eben mit den Taten, die Kim früher vollbracht hat, ne? Also wirklich vollbracht hat, und wege das halt ab und denke mir halt, deswegen habe ich weniger Mitleid mit ihr. So, ja. Unter anderen Gesichtspunkten wäre es vielleicht anders, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mitfühle mit Kim, zeige ich aus, wie es ist. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, Linda redet da die ganze Zeit über ihr Geschlechtsteil und was auch immer. Finde ich jetzt auch nicht so ganz nett. Also, ich sage mal, es gibt ja gewisse Beleidigungen, die man sich an den Kopf werfen kann, und Linda hat durchaus wirklich in die ganz dreckige Kiste gegriffen, was du einer Frau an den Kopf werfen kannst, wie ich finde, und das ist halt uff, ja, also ne, es ist nicht, also im Sinne, es gibt, ich sag mal, Werkzeuge des Beefs, die nicht erlaubt sind. Wisst ihr, die so verschlossen sind irgendwo in irgendeine Kiste. Und das ist halt, dass du eine Frau sagst, dass sie stinkt. Also, ne, und vor allem da unten auch noch. Und irgendwie da auf ihr Leben sexuell und so eingehst und was auch immer. Wisst ihr, was ich meine? Das ist natürlich schon sehr unter der Gürtellinie. Das muss man wirklich so sagen, wie es ist. Was haltet ihr davon? Würdet ihr sagen, Kim kriegt gerade ihr Fett ab, oder würdet ihr sagen, Linda, halte ich zurück? Ich weiß nicht, warum ich bei Linda nicht böse sein kann. Ich glaube, viele mögen sie nicht oder finden sie natürlich gerade wegen ihrer Art. Sie ist einfach ein Charakter, sie ist durchaus eine polarisierende Person, auch weil sie eine starke Meinung hat. Und das ist ja immer so, wenn du so eine starke Meinung hast, dass du sowieso dann so kontroverse Stimmen über dich gibt. Also nicht 100% würden jetzt sagen, boah, ich bin voll Fan von ihr, sondern ich glaube, das ist so 50-50. Und deswegen ist sie vielleicht auch da in den Shows. Und ich bin ehrlich mit euch, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sie nicht mag. Also so als Persönlichkeit bin ich durchaus Team, ich mag sie tatsächlich, also auch schon im Dschungel damals, und ich merke natürlich, dass sie sehr schnell hochgeht, und ich kenne das auch ein bisschen von mir, also auch diese Attitude, dass du sehr schnell auch, ne, da impulsiv bist, und hier und da, glaube ich, wird sie vielleicht auch gut tun, nicht immer auf 180 zu sein, aber ich glaube, dass sie nicht so ist, also dass sie nicht immer so ist, sondern dass vielleicht auch eine Kim Virginia das hervorruft. Und bei Dirty Words zum Beispiel kam sie ja ganz sanftmütig und lieb rüber. Und ich denke mir so, manchmal muss man eben das rausholen, um sich verteidigen. Und andere gehen dann eher in die Vermeidung, und eine Linda geht in den Angriff. Und das ist die Reaktion drauf. Also ich finde sie aber spannend als Charakter. Wie ist was mit euch? Ich werde jetzt definitiv nicht Kims Seite nehmen. So, es tut mir leid. So, ich dachte mir, wir haben uns jetzt Spektakel jetzt gerade angeschaut und dachte, wir schauen uns ein paar Zuschauerstimmen auch wieder an von Kommentar aus der Kommentarspalte, was die davon halten von dieser Eskalation. Und dann haben wir hier zum Beispiel den ersten, zwar der Jona Steinig, den kennen wir ja auch, der war ja zum Beispiel auch bei Reality Show, heißt es Reality Show? Ich glaube schon. Er schreibt, tja, es gibt halt mal Leute, die auch ohne Angst gegen Miss Virginia schießen. Muss sie halt mal durch. Und darauf gibt es 400 Kommentare. Und
muss ich leider zustimmen. Ich weiß, die Aussagen von Lena sind nicht total korrekt, aber ich glaube, manchmal braucht man einfach so ein bisschen eine Impfung, um ein bisschen wieder klarzukommen, weil ich finde halt, die Sachen, die sie gemacht hat, waren echt nicht okay. Und sie hat nie da so wirklich auch Reue gezeigt und gesagt, hey, es tut mir leid, noch nie. Oder habt ihr jemals ein Statement von Kim Virginia bekommen, wo sie gesagt hat, meine Art, meine Tat zu handeln, war nicht okay, sondern sie reflektiert immer so, dass sie im Rechten ist und dass sie so das tun kann, worauf sie Bock hat, und sehe ich halt nicht, ne? So, und dann haben wir wieder hier eine, die sagt, nennt man Slut-Shaming. Ist es Slut-Shaming? Ja, maybe. Hat sie zu Werkzeugen und Instrumenten gegriffen, die wirklich, wie schon gesagt, verboten sein sollten unter Frauen oder auch allgemein? Ja, maybe. Ja, muss ich auch zustimmen. Und dann hier eine, die sagt, hat Linda mal heimlich geschnuppert oder was? Einfach nur widerlich, so eine Gossensprache. Also, wir sind uns, glaube ich, einig, dass jetzt das Vokabular definitiv unter der Gürtellinie ist. Darüber lässt sich nicht streiten, finde ich. Also, ist so. Ne? Was sagt ihr? So, habe ich noch was. Wir haben noch hier einen Kommentar von Julian M. Stöckel, der sagt, ich mag Linda nicht, aber darüber könnte ich mich wegschmeißen. So, und dann noch eine, die so ein bisschen pro Linda ist an dieser Stelle, die sagt, muss sagen, dass ich Linda liebe. Klar, man hätte immer andere Worte finden können, aber Kim wirft ja auch mit Beleidigung um sich, aber bei ihr ist es dann cool und fancy, oder wie? So sieht Kim halt auch mal, dass es tatsächlich Menschen gibt, die sich nicht klein machen, die sie nicht klein machen kann, sondern die sich wehren. Und das finde ich auch. Also ihr seht, die Meinungen sind so ein bisschen gespalten, beziehungsweise durchaus auch ganz klar eigentlich. Die Stimmen sagen einmal, es ist mal gut, dass Kim eine Ansage bekommt und auch mal checkt, hey, ich krieg Gegenwind. Und dann gibt es die einen, die sagen, Slut-Shaming, Gossensprache, kein Niveau. Und hier an dieser Stelle ist meine Gewichtung, also wenn ich jetzt hier gewichten sollte, das Ganze, mit welchen Punkten ich das Ganze bewerte, wie jetzt wirklich bei einer Jury. Wenn ich jetzt sage, ich tue jetzt meine Meinung kundtun, möchte ich das so ein bisschen deine Gewichtung spielen lassen, warum ich diese Meinung jetzt so habe, wie ich die habe. Und ich als Jury in diesem Beef gewichte das Ganze so, dass ich sage, reflektiert halt aufgrund der vergangenen Ereignisse. Wie sind die Kandidatinnen jetzt bei den anderen Shows aufgetreten und wie ist denn grundsätzlich der Charakter jetzt in der Öffentlichkeit und wie geben sie sich? So, und dann komme ich auch nochmal, ein Punkt wäre dann nochmal niveauvolles Vokabular und auch so ein bisschen Misogynie oder eben, ja, so Slut-Shaming. Und bei mir ist es so, dass ich jetzt diese Bewertung, also meine Kriterien, so bewerte, dass ich sage, die Art und Weise, wie man in der Vergangenheit aufgetreten ist, wie man sich verhalten hat in den Shows, wie man das reflektiert hat, hat eine Gewichtung von 10 und in diesem Fall explizit und nicht nur basierend darauf, was genau gesagt wurde, sondern im Gesamtkontext, wenn ich Kim Virginias ganze Personality sehe und auch eine Linda und wie die aufeinandertreffen und warum ich jetzt so sage. Und dann haben wir Thema Slut-Shaming, Gossensprache, was auch immer. Und das ist jetzt in diesem Kontext, wenn ich das so gewichte, würde ich sagen, hat 4 Punkte, so 4 oder 5 Punkte. Und daraus ergibt sich für mich, dass ich sage, ich tendiere eher dazu, dass ich sage, es ist durchaus mal gut, dass Kim zumindest mal eine Person auf Augenhöhe kriegt, die sie so ein bisschen, sie mal ein bisschen aufrüttelt, ob das überhaupt hilft. Das hat für mich einfach eine stärkere Gewichtung, weil ich sehe, ihre Entwicklung ist durchaus so, dass sie nichts reflektiert bisher. Und ich mache mir auch Sorgen um sie. Ich möchte ja auch, dass sie sich so ein bisschen weiterentwickelt und uns nicht immer den gleichen Shit präsentiert. Und das ist immer die gleiche Leier. Das ist die Leier, ich halte euch für dumm, ich verkaufe euch für dumm. Und ich erzähle irgendwelche Stories damit, ja, egal, ob das Sinn macht oder nicht. Und ich übernehme gar keine Verantwortung für meine Aktionen und das ziehe ich konsequent
durch. Und das ist halt da, wo ich denke, okay, da ist es wichtiger, dass sie vielleicht mal klarkommt, dass sie echt mal gestoppt wird. Und selbst wenn es nur für einen Tag ist, mal kurz checkt, dass sie das nicht mit jedem so machen kann, wie sie es tut. Und es würde allen einfach weiterhelfen, weil es wäre echt mal erfrischend, sie mal anders zu sehen in den Shows oder mal eine andere Violine zu hören, eine andere Musik zu hören auf ihrem Instrument als immer die gleiche Leier. Und deswegen bin ich auch eher Team okay. Und natürlich, nichtsdestotrotz, finde ich die Aussagen, die Linda trifft, nicht cool und auch nicht ladylike und auch nicht fair und eben durchaus slut-shaming, wenn wir auf diese Ebene gehen. Und ich finde es auch nicht fair, in einer Diskussion, wenn man sich beleidigt, diese Dinge rauszugraben, weil das sind halt Dinge, die wirklich unter der Gürtellinie sind, die überhaupt nicht mehr mit dem Streit überhaupt zu tun haben und die dann wirklich zu weit gehen. Aber denke ich mir trotzdem, ob Kim Virginia vielleicht bei den nächsten Shows und Treffen sich vielleicht ein bisschen zurückhält und ich denke, sie könnte wirklich über alle irgendwie drüber laufen, ohne Rücksicht. Ja, ich denke, vielleicht bringt das was, weil, sorry, prominent getrennt war ein absoluter Autounfall und die Frau hat keine Sekunde Rücksicht genommen. Und dann denke ich mir, wenn sie bei prominent getrennt, ich sehe das so, sie wurde jetzt hier so behandelt, wie sie mit Sandra umgegangen ist bei prominent getrennt. Wisst ihr, was ich meine? Also es gibt ja auch, wer True Crime guckt, da heißt es auch immer, der Täter hatte kein Mitleid mit dem Opfer. Dann wird auch beschrieben, wie das Opfer gestorben ist und solche Sachen. Ich bin auch True Crime Fan. Und dann beim Urteilsspruch geht es meistens auch darum, okay, da wird auch verargumentiert, liebe Jury, geht bitte mit dem Angeklagten so um, wie der Angeklagte mit dem Opfer umgegangen ist. Und dann kann der Angeklagte sagen, es tut mir alles leid, ich bin ein anderer Mensch, aber oder ich habe es nicht getan oder was auch immer. Aber die Jury sagt, weißt du was, du kriegst das gleiche Urteil, dass du dem Opfer zugefügt hast. Und zwar, wir gehen mit dir genauso um, wie du mit dem Opfer umgegangen bist. Und zwar hattest du kein Mitleid. Und so war Kim Virginia bei prominent getrennt. Und deswegen ist mein Urteil an dieser Stelle, ich gehe mit dir genauso um erstmal, wie sie da, oder ich bewerte es genauso auf Basis dessen, wie sie da bis jetzt auch, oder auch bei Dschungelcamp, dass ich durchaus weniger Mitleid habe. Wie ist eure Meinung? Wie seht ihr das? Schreibt mir das gerne. Und ja, ich freue mich auch über eure Meinung, dass wir drüber quatschen. Dass wir dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ne? Bis dann, ciao.